Ja, liebe Fans, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin gerade meinen Teil am Wachsen hier. Mit Kerzen. Wachs. Habe ich schon mal euch schon mal gezeigt. Möchte ich euch mal einen ganz kurzen Anreizvideo geben, wie das funktioniert. Normalerweise braucht man Bügeleisen, ne? Ja, das habe ich mir mal geholt. Und dann braucht man eigentlich normalerweise nur das auf kleinste Stufe stellen, auf Polyester, eine Stufe, nicht so hoch. Dann nimmt man hier solche Kerzen, die man hat. Ich nehme die von Steinhardt, die sind sehr gut. Die habe ich mir mal hier am Schadowstraße Galeria geholt, das ehemalige Kascha-Gebäude. Die gibt es immer am Arm. Und dann gehe ich einfach nur mal ganz kurz her, hart das drauf und dann schön drauf halten. Kleinste Stufe, da kann man auch den Stoff einwachsen. Nur doch bitte berücksichtigen, ne? Wegen Feuergefahr und andere Sachen ein bisschen vorsichtig sein bei den beiden Sachen. Nicht aus den Augen lassen halt, ne? So, haben wir schon die nächste Stufe fertig. Und ab und zu mal, wenn das mal ist, ein bisschen abreiben. Das kann natürlich sein, dass jetzt ein bisschen Dampf, das ist normal bei dem Wachs. So, dann machen wir die andere Seite. Wie man es gerne haben will, wie oft man das gerne machen möchte, das ist selbst überlassen. Ich mache das einmal jetzt spontan. Käsereibe braucht man. Feinste Seite. Wie man Pizza machen tut. Ich habe so eine schwarze Kerze. Man kann auch schwarzen Bienenwachs nochmal zusätzlich nachkaufen, um dann diesen Stoff schwarz zu machen. Das habe ich mal damals mal vom auch so ein YouTuber mal abgeguckt. Soxy, der gibt es leider nicht mehr. Der hat mir auf den D gebracht. Und dann, der hat so was gekauft. So ein Wachsklotz, so extra für Textil. Dann habe ich das mal mit Kerzenwachs ausprobiert. Hat auch funktioniert. Früher im Mittelalter haben es genauso gemacht mit Kerzenwachs. Nein, wir machen kein Pizza, ne? Und liebe Kinder, wenn ihr das sehen solltet, ne, nur machen, wenn Papa, Mama dabei sind, ne, nicht nachmachen. Oh, das mache ich jetzt auch mit jeder Kerze. Da müsst ihr aufpassen. Gibt auch Kerzen, wo Farbe drin sind, Farbstoffe drin sind. Die würde ich nicht empfehlen, weil das kann gefährlich werden mit dem Bügeleisen. Müssen auf jeden Fall farblos sein, ohne irgendwelche Stoffe, die brennbar sind, weil dann hat sich's erledigt mit dem Kostüm. Bitte darauf achten, den Boden unten sichern, weil es kann immer Wachs mal runterfließen. Dann habt ihr den teuren Teppich versaut. Immer eine Unterlage drunter tun über ein Bügeleisen, über ein Bügelbrett, unter ein Bügelbrett. Und ein altes Bügeleisen nehmen. Ja. Ihr braucht keinen Dampf, gar nichts. Ganz einfach nur kleinste Stufe auf Polyester. Dann hat sich das erledigt.
Es dauert eine Zeit, bis das mal hart wird. Auch mal ab und zu mal die Rillen hier machen ein bisschen mehr. Ich wollte eine Stadt mit meiner Frau schön eingekauft. Ihr habt gesehen, in Facebook habe ich was geteilt. Zwei Figuren aus der Black-Serie und etwas von Batman. Das werde ich auch jetzt kommende Zeit auf meinen Kanal wieder runtersetzen. Und ich werde auch wieder viel etwas auch wieder machen mit selbstgebaute Sachen hier, wie ihr seht. Ich werde noch so ein bisschen mal wieder etwas Redex basteln. Ich muss noch für den lieben Marc noch weitermachen, diese Captain Future Pistole. Das ist. Dann will ich auch noch was bauen. Dabei. Ein bisschen Vorsicht sein bei einem Raspeln, dann könnt ihr euch auch verletzen. Ne? Es kann mal sein, wenn ihr dieses Wachs so ein bisschen jetzt mit dem Bügeleisen ein bisschen bügeln tut, dass die Dämpfe so ein bisschen so unangenehm sind. Aber ich glaube, ist nichts Schädliches, weil es ja nur einfach nur Naturwachs. Das geht naja auch wieder weg. Finde ich besser auf jeden Fall wie Farbe. Weil Farbe stinkt so extrem. Finde ich, klappt sehr gut. Raus. Das müsste erstmal reichen. So, das müsste erstmal ausreichen vom Anfang. Sieht das schon schön so ein bisschen alles anders aus. Ne? Seht ihr das? So ein bisschen, ja, wie Carbonoptik oder halt so ein richtig schönes, ja, wie nennt man das, Gewachs. Das sieht schon geil aus. Und das ist das, was wir immer erreichen wollen. Das ist auch schön, das fusselt auch der Stoff nicht mehr. Normalerweise müsste man jetzt von der Rückseite gehen. Aber das mache ich irgendwann anders mal. So, ich habe mich nochmal umgezogen. Ne? Ihr seht mich noch einmal ganz kurz, noch einmal in mein Kostüm. Ja, ich musste doch unten wieder das Bein, sogenannte Bein-Dings wieder abmachen, weil es hat nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich normalerweise Holzblaster hier drunter tun, aber es funktioniert nicht, weil der andere passt auch stimmig nicht zusammen. Da muss ich die halt so hängen lassen. Aber es sieht schon mal ganz gut aus, aber natürlich durch den Gürtel, den ich immer ständig wieder abziehe, wird natürlich wieder etwas heller durch den Wachs. Das kann man nochmal nachbügeln, wenn das schon glatt ist. Ich muss auf jeden Fall hier unten drunter noch was dran setzen. Irgendeine, ja, ein dünnes Kunstleder, irgendwas, damit der Gürtel nicht immer daran schrappen tut. Aber so sieht's aus. Natürlich fehlt die Rüstung, natürlich, klar. Ein Mandalorianer hat ja eine Rüstung an. Aber ihr seht, schwarze Hose. Und ja.
und die Blaster drin. Ja, gut. Gewachst erstmal, ihr habt gesehen, wie ich das gemacht habe. Gut. Also, um das mal ganz zu zeigen, aber irgendwie kriege ich das nicht, alles nicht ganz hin. So, jetzt aber. Jetzt sieht man das. Ja. Wow. Gut. Wenn es fertig ist, werde ich es nochmal oben in der Wohnung mal zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Das ja mal ein kurzes Spontan-Video von mir wieder. Wenn euch das Anteil-Kostüm schon gefällt, lasst einen Daumen oben, wenn ihr wollt. Zu diesem Video auch mit dem Wachsen noch einmal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, meinen Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich riesig freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder bei nächsten Bauprojekten. Bis dann, euer Mike. Ciao.